Herzlich auf unserem heutigen Starkbierfest. Wir haben uns einfach gedacht, wir machen einfach mal eine besondere Veranstaltung und haben dann zum Starkbier gegriffen. Wie gesagt, es gibt es draußen gleich neben dem Eingang, kostenlos einfach zugreifen, solange es da ist. Ich begrüße hier ganz besonders herzlich den Stefan Protschka, den ich hier schon vor mir sehe. Schön, dass du da bist, wunderbar, vielen Dank von unserem Kreisverband, die Vorsitzende, die Frau Elisabeth Hör. Die Vorsitzende von unserem Ortsverband, die Ute Langer. Und der Erich Seiler ist Vorsitzender von Dillingen-Lauingen, den habe ich auch schon gesehen, sehe ihn gerade nicht. Ist auch sehr herzlich begrüßt auf unserer Veranstaltung. Ja, liebe Freunde, ansonsten begrüße ich natürlich auch alle anderen Kandidaten, alle Mitglieder, alle Gäste und auch alle Interessierten, die möglicherweise zum ersten Mal auf einer Veranstaltung der AfD sind. Ich möchte hier die Chance nutzen, dass ich auch wie bei unseren letzten Veranstaltungen auch andere Kandidaten, die sich für den Kreistag aufstellen ließen, vorstellen können. Und heute möchte ich bitten, den Matthias Bendig hier kurz raufzukommen und einmal kurz zu sagen, wer du bist, was du vielleicht früher gemacht hast. Guten Abend, Matthias Bendig mein Name. Ich bin 40 Jahre alt, habe Einzelhandelskaufmann gelernt, war dann bei der Bundeswehr 4,5 Jahre lang, habe 6 Monate das Deutschland am Hindukusch verteidigt, muss ich mir dazu sagen. Und nach meinem Ausscheiden aus der Bundeswehr bin ich Lkw-Fahrer geworden. Also ganz normal Berufskraftfahrer, normaler Job. Ja Matthias, wie kommst du ausgerechnet zur Alternative für Deutschland? Die Alternative ist mir vorher schon aufgefallen. Ich muss sagen, ich war früher CDU-CSU-Wähler, ganz ehrlich. Habe auch die Frau Merkel mit an die Macht gewählt, sozusagen. Und nach der zweiten Wahlperiode habe ich gesehen, dass halt viel, viel verkehrt läuft in Deutschland und habe mich deshalb dann für die Alternative für Deutschland entschieden. Bin auch erst seit einem halben Jahr dabei, aber es muss was passieren in Deutschland. Und wer heute CDU-CSU wählt, wählt automatisch links, links-grün, meiner Meinung nach. Ja, vielen Dank, Matthias Bendig, für deine Vorstellung. Welchen Listenplatz hast du? 08. Den Listenplatz Nummer 8. Und das muss man sehen, also unsere Partei besteht wirklich aus vielen Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Und ich finde es klasse, dass du hier für uns Gesicht zeigst. Vielen Dank. Kein Thema. Schönen Abend. Liebe Gäste, dann möchte ich unserer Vorsitzenden, der Frau Elisabeth Hör, die Gelegenheit geben, auch ein eigenes kurzes Grußwort zu sprechen und sich vorzustellen. Sie ist ja bei uns hier Kandidatin für den Listenplatz Nummer 2 für den Kreistag. Und auch da herzlichen Dank, dass du Gesicht zeigst für unsere Partei. Ja, ich darf mich heute auch kurz vorstellen. Ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen beschränke ich mich heute auf meine eigene Vorstellung, weil mir der Hals ein bisschen wehtut. Mein Name ist Elisabeth Hör, ich bin 46 Jahre alt. Ich bin seit fast 25 Jahren verheiratet mit einem Landwirt, Walter. Wir leben in der Nähe von Mertingen. Wir haben leider keine Kinder. Seit 27 Jahren arbeite ich im Labor einer Molkerei, das ich seit 18 Jahren leite. Ich bin dort verantwortlich für 36 Mitarbeiter, die rund um die Uhr arbeiten und für die Qualität unserer Produkte sorgen. In meiner Freizeit engagiere ich mich seit 2016 in der AfD und bin dort seit 2 Jahren Kreisvorsitzende. Zum ersten Mal bewerbe ich mich um ein politisches Mandat für den Kreistag von Donau-Ries und dort auf Listenplatz 2. Das Wichtigste in meinem Leben ist mir jedoch mein Glaube an Jesus Christus und ich bin in der Freien Evangelischen Gemeinde aktiv, vor allem im Bereich Musik. Dort singe ich, wenn ich gerade nicht heiser bin, und spiele Keyboard. Viele fragen sich vielleicht, wie passt es zusammen und warum engagiert man sich als Christ in der AfD? Ich finde, es passt sehr gut zusammen. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann kann ich auch lesen in Amos 5, Vers 24, setzt euch für die Gerechtigkeit ein, das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Oder in Jeremia 29, Vers 7, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch führen ließ und betet für sie, wenn es ihr gut geht, wird es euch auch gut gehen. Das ist doch mal eine tolle Ausgangsposition, um sich politisch zu engagieren, dass man sich für das Wohl der Stadt und des Landkreises einsetzt, in dem er lebt. Aber warum gerade in der AfD?
Erstens, weil ich hinter dem Programm der AfD stehe. Viele bilden sich ja darüber eine Meinung, ohne es gelesen zu haben. Aber ich war sogar dabei, als es verabschiedet wurde, das Grundsatzprogramm, damals 2016 in Stuttgart. Und ich habe mich auch in den letzten 2 Jahren im Landesfachausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz engagiert bei der Erstellung des Landtagswahlprogramms und der Programmbausteine für die Kommunalwahl. Das habe ich zwar jetzt eingestellt, weil ich der Meinung bin, dass man nicht zu viele Ämter annehmen kann und begrenzt ist, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich da sehr gut engagiert. Zweitens ist die AfD im Moment die einzige Oppositionspartei. Alle anderen unterscheiden sich nur noch durch Kleinigkeiten und sie sind sich vor allem einig im Kampf gegen die AfD. Aber warum? Weil wir unsere Finger auf die Wunden legen, die andere nur zudecken wollen, weil die anderen Angst um ihre Macht und Einfluss haben. Wir treten auch hier in Donau-Ries zum Kreistag an, weil wir vor allem Transparenz für die Bürger bringen wollen. Keine ideologischen oder wahltaktischen Entscheidungen treffen, sondern das Wohl der uns anvertrauten Bürger im Auge haben. Und drittens bin ich auch überzeugt, dass ein politisches Mandat, und das gleiche gilt auch für Führungspositionen, wo ich viel Erfahrung habe, das darf man niemals aus Antrieb nach Macht und eigenem Ansehen anstreben. Die Aufgabe eines Mandatsträgers ist es, ein Diener für die Menschen zu sein, für die er bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen. Und da finde ich das Wort Premierminister im Englischen, das bedeutet auf Deutsch oberster Diener. Wann beginnen die Politiker in unserem Land wieder damit, ein Diener ihres Volkes zu sein und verantwortliche Entscheidungen zu treffen? Wir als AfD möchten damit beginnen und dafür werden wir von vielen Seiten mit üblen Diffamierungen überzogen. Ich stehe auch gerne im Anschluss noch für Ihre Fragen zur Verfügung und wenn Sie uns unterstützen wollen, dann geben Sie uns am 15.03. Ihre Stimme. Danke. Ja, liebe Elisabeth, vielen Dank, dass du dich trotz deiner Erkältung hierher geschleppt hast, um dich vorzustellen. Ich finde es toll, dein Engagement für die Christen in der AfD. Ich finde es auch ganz klasse, dass du die Veranstaltung organisiert hast mit den Juden in der AfD, die bei uns in Donauwörth war. Das zeigt einfach ganz klar, dass wir auch religionsübergreifend eine wirklich tolerante Partei sind, die hier wirklich das Interesse hat, diese durch Merkel zerrissene Gesellschaft wieder zusammenzuführen. Ja, liebe Freunde, mein Name ist Ulrich Singer, ich bin Mitglied im Bayerischen Landtag. Eigentlich bin ich Rechtsanwalt und Berufsbetreuer und jetzt auch Kandidat für das Amt des Landtags in Donau-Ries und auch Listenführer für den Kreistag bin ich auf Platz Nummer 1. Liebe Freunde, bei der Wahl zur Hamburger Bürgerschaft letzte Woche am 23.02. da wurde sehr laut in den Medien über den Misserfolg der AfD gejubelt, der ja dann doch keiner war. So sagte zum Beispiel der Herr Christian Lindner von der FDP, die AfD gehört dem Parlament nicht an, ich gehöre zu denen, die sich über Misserfolge von Wettbewerbern, freuen. Im Falle der AfD mache ich allerdings eine Ausnahme. Eine solche Partei passt nicht zu unseren demokratischen Grundwerten in Deutschland. Sowas müssen wir uns gefallen lassen. Liebe Freunde, Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall, denn da hat sich das Unterwäschemodel hier zu früh gefreut, denn wir sind drin und die FDP ist raus. Das, was uns da laut in den Medien als Wahlschlappe der AfD noch immer verkauft wird, das ist in Wahrheit eine Schlappe für die SPD, die wird später mal bekannt werden als die Scharia-Partei Deutschlands. Die haben 6,4% verloren bei der Wahl. Und die CDU, bei der die müssen auch nicht viel ändern, bei ihrem Zedel malt mal irgendwann mal einen Halbmond raus, dann wird das auch in Ordnung sein. Die Partei hat minus 4,7% und auch die FDP ist ein großer Wahlverlierer mit minus 2,5% und sie wird nach dem vorläufigen Wahlergebnis nicht mehr in der Bürgerschaft vertreten sein. Aber interessant ist doch, dass nach dem vorläufigen Endergebnis die Zahl der AfD-Wähler in Hamburg 2020 nahezu exakt gleich ist wie bei der vorigen Wahl 2015. Es liegt nur daran, dass etwas mehr
Wahlbeteiligung vorhanden waren und dass auch mehr Wahlberechtigte vorhanden waren, weshalb wir einfach relativ einen Verlust von nur 0,8% eingefahren haben. Aber die für uns abgegebenen Stimmen, sie sind fast gleich. Wir haben nur 237 Stimmen weniger als vor 5 Jahren und jeder konnte 5 Stimmen abgeben. Das heißt, nicht einmal 50 Personen weniger haben uns in Hamburg gewählt als vor 5 Jahren. Und das soll uns dann als Wahlschlappe irgendwie verkauft werden. Und vielleicht sind ja diese 50 Leute jetzt hier nach Bayern gezogen, um hier das schöne Bayern zu genießen und uns hier zu unterstützen. Nein, liebe Freunde, das alles bedeutet eins, und das ist mir wichtig und deswegen erwähne ich es hier auch, dass wir nämlich auch auf schwierigsten Pflaster und an Orten, wo wir kaum Wahlkampf betreiben können, wo wir keine Gaststätten bekommen, wo wir keine Räume zur Verfügung haben, wo Wirte massiv bedroht werden, dauerhaft in der bürgerlichen Mitte auf Bundes- und auf Landesebene angekommen sind. In nur 7 In den nur 7 Jahren des Bestehens unserer Partei sind wir zu einem festen Bestandteil in der politischen Landschaft geworden und wir sind, und das muss man ganz klar sagen, wir sind gekommen und werden bleiben. Jetzt geht es in Bayern natürlich darum, dass wir uns auch auf dem Boden verwurzeln, dass wir auf der kommunalen Ebene ankommen. Und aktuell treten wir in ganz Bayern nahezu flächendeckend in fast allen bayerischen Kreistagen und in sehr vielen bayerischen kreisfreien Städten zur Wahl an. Und ferner fallen mir allein in Schwaben zumindest mal der Rainer Rotfuß im Landkreis Lindau ein, der Gerd Mannes, auch ein Mitglied des Landtags im Kreis Günzburg, so wie ich im Landkreis Donau-Ries, die für das Landratsamt ihren Hut in den Ring geworfen haben und so wie zum Beispiel Andreas Jürker, der hier als OB-Kandidat in Augsburg antritt. Als zugelassener Rechtsanwalt und damit auch mit der Befähigung zum Richteramt und als Betreuer für Menschen mit Behinderung und als Mitglied des Bayerischen Landtags bin ich selbstverständlich für diese Aufgabe bestens geeignet. Das ist die fachliche Eignung, aber darüber hinaus ist es mein Hobby und meine Leidenschaft, schon mein Leben lang Prozesse zu optimieren und gut zu organisieren, was man daran sieht, dass ich für viele Menschen auch diese Betreuungstätigkeit sehr gerne ausgeübt habe. Ich habe es letzte Woche schon in Wemding angesprochen, deswegen hier nur kurz. Es heißt ja immer, es fehlen die Pflegekräfte, es fehlen die Menschen, die bereit wären, anderen Menschen zu helfen. Liebe Freunde, ein Pflegenotstand in den Donau-Ries-Kliniken und Seniorenwohnheimen, den kann man durch bessere Arbeitsbedingungen, flexiblere Arbeitszeiten und entsprechend auch gute Bezahlung selbstverständlich bekämpfen. Ich meine, man muss sich überlegen, warum wandern denn aus Deutschland Pflegekräfte, die gut ausgebildet sind, aus in die Schweiz, um dort zu arbeiten, wo teilweise ganze Stationen inzwischen von deutschen Pflegekräften besetzt sind. Wir brauchen meines Erachtens auch nicht noch mehr Parkplätze mit Ladeinfrastruktur für Elektroautos, zum Beispiel hier vor unserem Landratsamt, sondern wir brauchen Autos, mit denen ich es zum Landratsamt hin und auch wieder zurück schaffe, ohne dass ich dann tanken muss und dass ich das auch im Winter bei minus 15 Grad diese Strecke locker zurücklegen kann. Es kann ja nicht sein, dass man ein Auto, wenn man kurz ins Landratsamt reinspringt, dann irgendwie noch aufladen muss, um wieder nach Hause zu kommen. Und es kann auch nicht sein, dass diese Parkplatzinfrastruktur zulasten der normalen anderen Autos dann ausgebaut wird und dass dann noch weniger Parkplätze für unsere bewährten Verbrennungsmotoren zur Verfügung stehen. Ganz allgemein spreche ich mich dafür aus, dass wir einfach sorgfältig uns überlegen müssen, eine Kosten-Nutzen-Analyse machen, wenn wir Ausgaben tätigen und nicht immer das machen, was momentan irgendwie meinetwegen von europäischer oder Bundes- oder Landesebene am besten gefördert wird. Es ist nicht unbedingt sinnvoll, für viel Geld Ladestationen für E-Bikes auszugeben, zumal man die ja auch regelmäßig dann in seinem Hotelzimmer oder in der Gaststätte oder sonst wo aufladen kann, die dann eben nicht benutzt werden. Wir haben so einen Fall bei uns in Wemding, wo praktisch kaum jemand diese Infrastruktur verwendet, die aber tausende Euros gekostet hat. Es macht auch vielleicht nicht viel Sinn, für viel Geld Geopark-Infostellen einzurichten, die dann praktisch nicht besucht werden. Viel wichtiger wäre es ganz einfach mal funktionierendes Internet im Landkreis bereitzustellen. Wir brauchen und zwar Kommunikation als Grundrecht, als echtes Bürgerrecht. Wir wollen alle kommunizieren, brauchen dazu das Internet, und zwar sowohl über die Leitungen und andererseits über Funk. Wir haben, und bevor wir über 5G zum Diskutieren anfangen, über die Gesundheitskonsequenzen, möchte ich erstmal 4G haben und überhaupt telefonieren können, flächendeckend im ganzen Landkreis. Das Landratsamt sollte eine Verwaltung so organisieren, dass der Bürger möglichst wenig davon spürt, indem die Verfahren möglichst unbürokratisch und schnell verlaufen. Ich denke hier zum Beispiel an die Erteilung von Baugenehmigungen, die einfach beschleunigt werden können. Wir stehen für eine Politik des kühlen Kopfes und statt einer Klimahysterie sagen wir Nein zu jeglichen Notstandsmaßnahmen
Und als Heimatpartei sind wir doch gerade die Umweltschutzpartei in der deutschen Parteienlandschaft. Wir stehen doch für gelebte Nachhaltigkeit, weil wir denken in jedem einzelnen Augenblick daran, wie wir dieses schöne Bayern, wie wir dieses Land an künftige Generationen weitergeben können. Fragen des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit können aber viel besser und auch konkreter angegangen werden, wenn man diese ganzen klimahysterischen Aspekte mal zur Seite schiebt, sondern sachlich mit kühlem Kopf und mit nüchternem Verstand an die Sache rangeht. Apropos, liebe Freunde, Sachlichkeit. Die Altparteien haben ja versprochen, uns mit Sachargumenten zu stellen. Ja, lieber Stefan, gell, wie oft werden wir denn mit Sachargumenten in der Realität gestellt? Die sagen, wir wären die Partei, die mit ihrer Hetze die Gesellschaft vergiftet und spaltet. Hören wir uns mal ein paar von diesen Sachargumenten der Altparteien an. Der CSU-Chef Söder hat jetzt in seiner Aschermittwochsrede massiv die AfD angegriffen und von braunem Gift gewarnt. Sie wissen also, der Söder, das ist der Mann, der behauptet, dass Franz Josef Strauß die AfD bis aufs Blut bekämpfen würde. Das haben wir alles schon gehört, bis aufs Messer bekämpfen, bis aufs Blut bekämpfen. Er sagt, der Söder, für mich ist klar, es darf kein demokratischer Politiker in Deutschland von AfD-Gnaden in ein Amt gewählt werden. Das betonte Söder im Hinblick auf die Ereignisse in Thüringen. Und weiter, er sagt, wir müssen sie bekämpfen, wir müssen sie stellen. In Thüringen, da hatte ja bekanntlich eine nach Auffassung unserer Staatsratsvorsitzenden unverzeihliche Wahl stattgefunden, die dann selbstverständlich sofort rückgängig gemacht werden musste. Die Altparteien haben inzwischen offensichtlich eins erkannt, nämlich dass demokratische Wahlen und unser demokratischer, basisdemokratischer Ansatz für sie eine echte Gefahr darstellen. Es wäre ja schlimm, wenn die Staatsgewalt in diesem Land tatsächlich vom Volk und vom Bürger ausgehen würde und wenn ein Ministerpräsident durch eine von Merkel möglicherweise ungewünschte Mehrheit ins Amt gewählt werden würde. Ich habe den Vorschlag irgendwo gelesen, den fand ich sehr interessant, dass man in Artikel 70.3 der Thüringer Verfassung ändern soll, dass da drinstehen soll in Zukunft, dass der Ministerpräsident von Thüringen vom Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt wird, wenn es der Bundeskanzlerin gefällt. Friedrich Merz hat uns als Gesindel bezeichnet. Marco Wanderwitz, kennen Sie vielleicht nicht, das ist der neue Ostbeauftragte. Der bezeichnet uns als giftigen Abschaum. Der frühere Ostbeauftragte, Christian Hirte, hatte es ja gewagt, Kemmerich auch noch zur Wahl als Ministerpräsident in Thüringen zu gratulieren. Und das geht in unserer Demokratie natürlich nicht. Und daraufhin wurde ihm von Frau Bundeskanzlerin Merkel mitgeteilt, dass er nicht mehr Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Länder sein kann. Na, jetzt hat sie anscheinend jemand gefunden, der besser spurt. Und kein Wunder, liebe Freunde, dass Gottfried Curio auf unserem politischen Aschermittwoch festgestellt hat, dass das Wappentier der Union der Regenwurm ist. Schleimig, kriechend, ohne Rückgrat, da man sich dort nur kriechend fortbewege. Aber liebe Freunde, nicht nur beim Sprachgebrauch wird mit zweierlei Maß gemessen, sondern auch diese unsachliche Kritik an der AfD ist ja auch dann erlaubt, wenn es bei anderen Parteien nicht erlaubt ist. Wir würden für diese Aussagen, die andere Parteien über uns treffen, tagelang und wochenlang in den Medien zerrissen und kritisiert werden. Es wird auch bei Straftaten unterschiedlich gehandelt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel hier aus dem Landkreis. Wenn also ein 33-jähriger, ausreisepflichtiger Afrikaner vor knapp einem Jahr hier in Donauwörth einen Menschen mit einem Messer brutal abschlachtet und dessen Frau schwer verletzt, dann handelt es sich selbstverständlich in den Medien um einen nicht zurechnungsfähigen Einzeltäter. Und wir sprechen hier aber von einem Menschen, der sich wenige Wochen vorher im Landratsamt an Sicherheitskräften vorbeigeschmuggelt hat und unvermittelt in einem Büro aufgetaucht ist. Es handelt sich hier um eine Person, die dann nur wieder mit Hilfe der Polizei aus dem Landratsamt entfernt werden konnte, als die Situation zu eskalieren drohte. Aber vor allem, liebe Freunde, handelt es sich um eine Person, die einen Ablehnungsbescheid erhalten hatte und dessen Ausweisung unmittelbar bevorstand. Und bei einer solchen Person sucht man nach knapp einem Jahr immer noch nach dem Motiv für die Tat. Und uns wird vorgeworfen, dass wir solche Taten politisch instrumentalisieren, nur weil wir die verfehlte Migrationspolitik und die verfehlte Abschiebepolitik der Regierung kritisieren. Wir sprechen es deutlich an, dass wenn wir unsere geltenden Gesetze
einfach nur anwenden würden und wenn wir geltendes deutsches Recht durchsetzen würden, Leben retten könnten und Gewalttaten und Straftaten verhindern würden. Und jetzt, liebe Freunde, noch mal kurz zu dem Gegenbeispiel, das in den Medien bis jetzt nicht abgeflaut ist. Wenn in Hanau ein offensichtlich geistesgestörter, völlig verwirrter Einzeltäter, ein Mensch, der seit über 20 Jahren, sogar seit klein auf sagt, dass er Stimmen in seinem Kopf hört, wenn der eine völlig durchgeknallte, eine irrsinnige, eine schreckliche Tat begeht, die wir alle verurteilen, ja, dann gelten diese Regeln nicht mehr. Dann darf man die Tat auf einmal instrumentalisieren politisch, natürlich nur gegen den Gegner, die AfD. Da ist es dann alles erlaubt. Liebe Freunde, wir haben es mit einem Mann zu tun, der sich von einem telepathischen Geheimdienst, von einem unsichtbaren Geheimdienst in seinem Kopf überwacht gefühlt hat. Jemand, der sich hilfesuchend an unsere staatlichen Organe gewendet hat. Jemand, der zu Zeiten schon Stimmen in seinem Kopf gehört hat, als die AfD noch nicht einmal in irgendeiner Form existierte. Uns gibt es erst seit 7 Jahren, der Mann hört seit 20 Jahren Stimmen im Kopf. Und da frage ich mich, wieso bekommt er denn keine Hilfe in unserem staatlichen System? Hier handelt es sich wirklich um einen nicht zurechnungsfähigen Einzeltäter. Und man muss sich fragen, warum auch die Waffenbehörden nicht eingeschritten sind. Ich bin selbst Sportschütze. Ich möchte auch keine Gesetze verschärfen, um Gottes Willen, die bestehenden Gesetze reichen aus. Aber wie kann es denn sein, dass ich jemandem Waffen gebe, der Stimmen in seinem Kopf hört? Und wie kann es denn sein, dass eine Waffenbehörde dann nicht einschreitet, wenn sich so jemand hilfesuchend an die Polizei wendet, weil er in seinem Gehirn telepathisch überwacht wird? Das ist doch das Erste, was ich dann mache, dass ich da mal die Waffenbesitzkarte und die Waffen einziehe. Und bei so einem harten, heftigen Fall, bei dem wir aber auch ein behördliches Versagen feststellen können, da sieht man klar eine Mitverantwortung der AfD für diesen Anschlag in Hanau, aber auch für andere Ereignisse im Vorfeld, das sagte zum Beispiel der CDU-Abgeordnete Matthias Mittelberg, auch noch sehr krass ist, wir hätten die Opfer markiert, das wirft uns Martina Renner von den Linken vor. Und diese unsägliche Rhetorik, liebe Freunde, das ist das eigentliche Gift, das unsere Gesellschaft momentan spaltet. Wenn Politiker andere Parteien derartige Taten mit der AfD in Verbindung bringen, wir sind eine demokratische bürgerliche Kraft, dann weisen wir diese abscheulichen Verleumdungen, und zwar aufs Allerschärfste zurück. Ja, liebe Freunde, ich übergebe jetzt dann das Wort an unseren lieben Stefan Protschka. Ich hoffe, dass die Corinna in nächster Zeit auch mal langsam reinkommt. Ja. Ja, also genau, der Stefan, der hat genügend Programm, kann den Abend also lang genug füllen. Lieber Stefan, du bist für uns Bundestagsabgeordnete, zeigst auch echtes Gesicht. Wie wir jetzt auch draußen waren, haben wir auch mit den Gegendemonstranten kurz gesprochen, was ich auch sehr wichtig finde, weil genau das ist es. Wir scheuen uns nicht vor dem Kontakt und dem Gespräch von auch Menschen, die anders denken. Du bist Bezirksvorsitzender in Niederbayern, Mitglied im Bundesvorstand der AfD, Obmann im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Dein Ausschuss ist ebenfalls Ernährung und Landwirtschaft. Stellvertretendes Mitglied, habe ich gelesen, bist du auch noch im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Und was ich auch sehr schön finde, du bist ja voll beschäftigt mit deinem Abgeordnetenmandat, aber du trittst trotzdem auch noch für die Kreistagsliste für uns an. Ich habe auf deiner Webseite eine kurze Geschichte gelesen, die fand ich auch sehr interessant, weil ich denke, da geht es vielen von uns ähnlich, wo du schreibst, dass du deinen Großvater immer wieder gefragt hast, warum sie damals zu dieser Zeit, nicht wahr, vor über 70 Jahren, nichts unternommen haben. Und er sagte dann zu dir, wir wussten es nicht besser. Und deine große Erkenntnis, und die teile ich auch ganz klar, die ist es, dass du sagst, du willst deinen Kindern nicht und hoffentlich auch deinen Enkelkindern nicht sagen müssen, du hättest nicht Bescheid gewusst und nichts dagegen getan. Lieber Stefan, du hast den Mut zur Wahrheit und ich begrüße dich herzlich hier bei uns in Nördlingen. Komm herauf zu mir und lass uns gemeinsam Gesicht zeigen hier für Bayern und für Deutschland. Applaus